Meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Es wird, denke ich, ein kleiner Vlog. Ich muss mal gucken. Ich bin total aufgeregt. Und zwar startet mein Projekt Terrasse. Es ist wahrscheinlich eher mein Projekt, denn alle anderen finden es schön, was da draußen liegt auf dem Boden. Ich finde es so hässlich. Ich finde, es geht gar nicht. Der Liam hatte ständig kleine Schiefer in seinen Füßchen und deshalb muss sie jetzt neu gemacht werden. Ich habe lange überlegt, 2,5 Jahre, denke ich. Ich habe viel recherchiert und jetzt habe ich mich dazu entschieden, das eben in Angriff zu nehmen, dieses große Projekt. Und morgen ist es soweit. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass sie morgen kommen, sehr kurzfristig. Und ich nehme euch sehr, sehr gerne mit, denn gerade auf Instagram hatten mich auch ganz, ganz viele gefragt. Und so ein Video bleibt dann doch eine Weile auf dem Kanal, als jetzt die Stories, die nur 24 Stunden sichtbar sind. Ja, und dazu wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß zu diesem Video. Ich bin wirklich aufgeregt. Das kommt nicht so oft vor, weil ich so Angst habe, dass das einfach scheiße aussehen wird. Da hat der Fliesenleger dann ein großes Problem. Nein, wahrscheinlich habe dann eher ich das Problem, ne? Naja, wir werden sehen, wer dann das Problem hat. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Find it hard to reach you. You never say what's on your mind, yeah. I'm going crazy all over you. Just for a second, can we try? Every time you've been calling, saying this is what. Was machen die da, Liam? Was ist denn da draußen? Was steht denn da draußen, Liam? Ja. Ja. Was steht da? Der Bagger. Meine Lieben, 2,5 Tage später, Terrasse ist fertig. Es ist einfach unglaublich, das Ergebnis. Ich blende euch jetzt am besten mal ein, welche Platten ich mit hierher genommen hatte, um zu schauen, ja, welche uns eben am besten gefällt. Und im Anschluss zeige ich euch dann das Ergebnis. Das ist einfach so krass. Und da sind so die beiden Platten, die ich mir beim Fliesenleger mal zur Auswahl mitgenommen habe. Ich kann mir das ja immer so schlecht vorstellen und deshalb wollte ich sie einfach mal hinlegen, damit ich das einfach sehe. Bei der hier kann man den Kritikpunkt schon gut erkennen, hier zufällig. Also es ist jetzt nicht fürs Video, aber hier ist halt einfach Schmutz, es hat geregnet und da sieht man wirklich jede kleinste Kleinigkeit. Sieht aber schön aus, weil es die Terrasse auch größer macht, so eine Farbe. Aber wir haben ja eigentlich eine große Terrasse und mir gefällt halt diese hier besonders gut. Allerdings habe ich bei dieser hier Bedenken, dass sie zu warm wird. Und das ist natürlich super schlecht für den Liam, weil er ja natürlich hier draußen spielen soll, barfuß läuft und das, wenn es zu heiß wird, natürlich gar nicht geht. Dann haben wir ja auch noch die Bella, die soll sich natürlich auch nicht verletzen. Und deshalb, ja, weiß ich halt nicht, welche ich nehmen soll. Ganz, ganz viele sagen mir auch, dass unsere Terrasse doch eigentlich schön ist. Also das Bankierei hat definitiv mal anders ausgesehen. Viel, viel schöner. Mir gefällt es halt überhaupt nicht. Ich weiß, dass es vielen gefällt, aber ich finde es halt einfach richtig schrecklich. Und der Liam rammt sich halt die ganze Zeit so ganz, ganz kleine, feine Schiefer in die Füßchen. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deshalb bin ich eben am Überlegen, ob wir die Terrasse mit diesen schönen Platten hier auslegen. Aber ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ihr wisst Bescheid, der Markt bietet einfach so unfassbar viel und deshalb bin ich da eben noch am Überlegen. Ich bin sehr gespannt, welche es wird. Ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Und da ist sie jetzt, unsere fertige Terrasse.
Oh mein Gott, ich bin total begeistert. Ich bin schwer verliebt. Ich frage mich, warum ich so lange gebraucht habe, das jetzt endlich mal in die Hand zu nehmen und ja, etwas Neues hier verlegen zu lassen. Das Bankierei, das ging gar nicht mehr. Also das hat wirklich unschön ausgesehen, sei es von der Struktur, von der Farbe. Der Liam hatte ständig Spreisel in seinen kleinen Füßchen und es ging natürlich gar nicht mehr. Es gab ja noch die hellere Variante zur Auswahl. Allerdings bin ich jetzt wirklich froh, dass ich die dunklere Variante genommen habe, denn jetzt, wo sie verlegt ist, also wo diese Platten verlegt sind, finde ich, sieht es gar nicht mehr so dunkel aus tatsächlich. Und der Raum, also das Esszimmer, wirkt jetzt um ein ganzes Stück größer durch diese hellen Fliesen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Hier diese Schienen, da gab es einen kurzen Schreckmoment meinerseits tatsächlich. Ich habe die Fliesenleger gefragt, warum die mir da so was Hässliches dran montieren, aber das ist wohl gesetzlich vorgeschrieben, einfach deshalb, damit das Wasser, also wenn es einen Platzregen gibt oder allgemein regnet, nicht an die Hauswand kommt, sondern dass es eben abfließen kann. Das kannte ich jetzt eben so mit dem Bankierei nicht, weil das Wasser ganz normal abfließen konnte, weil da ja Rillen waren. Ne? Egal, ich bin trotzdem total zufrieden, obwohl ich hier diese Schienen habe. Da hat die Architektin gesagt, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Da kann man sich vom Schlosser noch was anfertigen lassen. Da muss ich dann einfach mal schauen. Aber so dramatisch finde ich es jetzt nicht. Ich bin einfach nur total glücklich, dass ich jetzt diesen Schritt gegangen bin, dass wir endlich die Terrasse schön erneuert haben. Und ja, das war definitiv die richtige Entscheidung. Jetzt kann ich es euch nochmal aus der Perspektive zeigen. Nicht wundern, da sind einige Sachen eingezogen für das Adventsgesteck. Jedenfalls, wenn man jetzt hier steht und rausschaut, wirkt es viel, viel größer. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was Farben machen. Und ich bin sehr, sehr dankbar und sehr glücklich über den Rat unserer Architektin bzw. über die Umsetzung unserer Fliesenleger. Mega, mega gut. Also, sehr, sehr tolles Projekt, wie ich finde. Super abgeschlossen. Ich bin sehr dankbar und sehr zufrieden. Jetzt muss ich nur noch die Rechnung bezahlen. Das ist so das Negative, was bleibt, ne? Ja, aber sie haben es natürlich verdient. Ich war gerade bei Ernstings Family und habe noch ein bisschen was gekauft. Zum einen haben mich diese Socken hier angelacht. Die fand ich irgendwie total süß. Ne, hier so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Und dann habe ich hier noch diesen Adventskalender oder diese Tüten, besser gesagt, gekauft für 9,99 Euro. Das werde ich dann noch zusammenbasteln. Ja, wahrscheinlich irgendwann nachts, wenn ich dann mal eine freie Minute habe. Und für den Liam durften dann auch noch ein paar Rutschsocken mit. Die sehen so aus. Fand ich auch ultra süß hier mit dem Bärchen. Und hier ist das ein Panda. Ja, also ich habe das jetzt mal ausgepackt, aber ich bekomme es nicht so wirklich hin. Ich muss da in aller Ruhe mal drüber schauen. Hier ist zwar alles dabei, so, ne? Dann die Zahlen und die Teile, aber ich bekomme diese Ecke nicht rein. Bin ich scheinbar ein bisschen zu doof für. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich jetzt hier gestern Abend mal ein bisschen was ausprobiert. Die Kerzen, die hatte ich bei Aldi mitgenommen für 1,79 jeweils. Fand ich irgendwie total süß, aber ich brauche noch mehr von diesem Jute-Band. Jo, und dann habe ich hier einfach so ein bisschen Eukalyptus rein. Mal schauen. Dann drapiere ich mir das hier auf meine Platte, die ich letztes Jahr bei Nanunana gekauft habe. Ich habe das einfach nur hier alles hingelegt, ne? Nicht wundern, sieht ein bisschen wüst aus. Diese Teile habe ich noch mitgenommen, die Sterne. Dann hier Schlitten, fand ich ganz süß. Kann man ein Geschenk dran machen zum Beispiel. Und diese Teile, die wollte ich dann eben zum Basteln verwenden. Ja, mal gucken. Jetzt schneide ich auf jeden Fall erst noch ein bisschen Pampasgras ab, weil ich einer ganz lieben Zuschauerin noch versprochen hatte, ihr was zuzuschicken. Und das mache ich dann, wie gesagt, heute Nacht. So, und jetzt fahren gerade die Jalousien hoch. Seht das auch nochmal so. Mega gut. Ja, ich mache mich jetzt soweit noch ready, beziehungsweise bereite ein bisschen was vor. Ich treffe mich nämlich gleich mit meinem Patenkind auf dem Spielplatz, logischerweise zusammen mit dem Liam. Der hat gerade seine Toni-Box an und wir genießen noch ein bisschen das schöne Wetter, denn es sind heute tatsächlich 18 Grad, also es ist richtig angenehm draußen. Werde noch ein paar Blätter und Kastanien sammeln, denn ich wollte noch ein bisschen was basteln. Und dann koche ich noch eine Runde gemeinsam mit euch als kleine Inspiration und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Ich mache gerade für mein Patenkind noch ein kleines Geschenkchen zurecht. Und zwar bekommt sie dieses Glas hier. Finde ich total süß mit dem Einhorn. Ich habe ja verschiedene für den Liam mit verschiedenen Tieren. Und Einhorn habe ich mir gedacht, passt ganz gut zu meinem Patenkind. Dann noch diesen Block. Ein Bleistift.
und leider schon Weihnachtspapier. Ich hatte keine andere Folie mehr, aber es ist egal. Da ist es, das Pampasgras. Und jetzt Achtung! Ich habe es mit dieser Schere abgeschnitten. Und schaut mal, was für eine Sauerei. Jetzt erstmal, dass ich es noch ein bisschen richte und dann wird es verschickt. Und diese Teile hier übrigens habe ich mir neu gekauft. Fand ich total schön. Wollte ich eigentlich hier zur Fassade hängen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Auf jeden Fall müssen sie hier so schnell wie möglich weg, damit der Liam sich nicht dranhängt. Beziehungsweise, ja, sie zerstört, sagen wir es mal so. Jetzt geben wir denen mal die Kastanie, ne? Schau, der wartet schon auf dich. Schau. Müssen ein bisschen näher hingehen. Geh mal ein bisschen näher ran. Sag hier, ich hab was für dich. Hier? Hallo. Kannst du mal bitte den Liam beachten? Hallo. Jetzt. Ich glaube, der mag keine Kastanie. Hm? Mag der keine Kastanie, Liam? Magst du keine Kastanie? Ist jetzt die Kastanie von meinem Kind. Wie kommen wir jetzt da drüber? Was meinst du? Ja? Da drüber. Sollen wir hüpfen? Hüpfen? Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Max, lieber auf dem Spielplatz, ne? Geh mal auf den Spielplatz hier. Hm? Da ist ja der Spielplatz. Der Lier will... Alessandro! Alessandro macht Quatsch! Sagt der Liam? Bitte. Genau, immer bitte und danke sagen, ne? Gibt's noch ein paar Pommes hier? Liam ist übrigens vorhin gestolpert, deshalb sieht es so aus. Oh, jetzt sind sie leer, die Pommes. I find it hard to reach you. You never say what's on your mind, yeah. I'm going crazy all over you. Just for a second, can we try? Every time you've been calling, saying this is what I want. Then you go for a weekend. Lieben, nicht wundern, ich habe mich gerade mal umgezogen. Ich habe nämlich noch einen Depot-Haul für euch abgedreht. Die Sachen sind so, so schön. Eine Sache davon seht ihr gerade hier im Hintergrund. Und ich wollte mich natürlich logischerweise noch von euch verabschieden. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat und dass ihr dann im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bleibt mir alle gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!